Gut, kümmern wir uns mal steht morgen an. Freitag? Fahrarbeitabgabe? Haben wir schon Februar? Okay, gut, ganz ruhig bleiben. Da muss es doch irgendwas im Internet dazu geben. Das ist doch kein unbekanntes Thema. Martin Luther. So, Wikipedia. Wikipedia ist jedoch bei Facharbeiten verboten. Ganz ruhig bleiben, Max. Irgendeine Alternative wird es geben. Wo kannst du Quellen herkriegen? Die Stadt- und Landesbibliothek in Potsdam bietet online das Munzinger-Lexikon und eine Bücherhilfe an. Okay. Martin Luther. Schauen wir mal. Da muss doch irgendwas zu geben. Auf den Spuren von Martin Luther, das ist doch gut. Verfügbar. Also wenn da nichts drin steht, wunderbar. Na dann ist ja meine Facharbeit gerettet. Das ist sie, die Stadt- und Landesbibliothek in Potsdam. Hier findet Max alles, was er für seine Facharbeit braucht. In der ersten Etage befindet sich die Fachliteratur. Dank des Computers wird Max in dem Wust aus Büchern fündig. In der gesamten Bibliothek sind Arbeitsräume verteilt, welche Max nutzen kann, um ganz in Ruhe seine Facharbeit vorzubereiten. Dort gibt es auch die Möglichkeit, einen Termin für ein persönliches Referate-Coaching zu vereinbaren und somit eine gezielte und kompetente Unterstützung zu erhalten. Selbstverständlich können Sie bei uns einen Beratungstermin für Ihre Facharbeit bekommen. Das heißt, bei uns Referate-Coaching, Sie senden eine Mail an das Informationszentrum mit Ihren Terminvorstellungen und mit Ihrem Thema und erhalten von uns dann eine Rückantwort. Während seiner Arbeitszeit hat er seinen Freund Marc angerufen, mit welchem er in dem Stadt- und Landesbibliothek befindlichen Kaffee noch eine Cola trinken möchte. Das hat er sich jetzt auch verdient und zusätzlich weiß Max in Zukunft, wer sein Ansprechpartner bei weiteren Schulaufgaben, Referaten oder Facharbeiten sein wird. Die Stadt- und Landesbibliothek in Potsdam.